Auf Andy lastet ein Fluch. Immer wieder erlebt er denselben Tag, den Tag, an dem er seine zukünftigen Schwiegereltern kennenlernen soll. Deshalb hat Andy sich heute vorgenommen, den Fluch endgültig zu besiegen. Mama, Papa. Hallo. Ursula. Freut mich sehr. Ja. Eberhard. Andi, freut mich sehr. Ich war Chefarzt. Ah, okay. Die Tür ist noch offen. Ja, da kommen sicher noch Leute. Okay, entschuldigt, ganz kurz. Ursula, Eberhard, bevor es losgeht, wollte ich kurz meine Familie vorstellen und meinen Freund und Nachbarn, Gero. Oh, ja, grüß euch. Ja, für den ich gerade Schnaps brenne im Keller. Ja, und was für ein Stöffchen? Das ist mein lieber kleiner Bruder, der Marco, der zieht sich Frauenkleider an. Wir alle haben unsere Eigenheiten und manchmal machen wir Sachen, die sind ein bisschen komisch. Ich zum Beispiel habe hier mal in den Garten gekackt. Einfach weil das Klo, da gab es Schwierigkeiten mit der Kanalisation. Und wir sind alle Menschen. Das wollte ich eigentlich bloß sagen. Ich habe auch mal meinen Großvater am Flughafen einfach vergessen. In Athen. Ja, und ich treibe keinen Sport. Ich hatte früher immer schon eine 6 in Sport. Sieht man vielleicht, ich bin jetzt kein Adonis. Nee, das ist ein Schwamm. Und ich würde auch gern manchmal die Luft aus mir rauslassen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ja, Stöpsel ziehen einfach. Was ich weiß, ist, dass ich Miriam liebe. Und dass ich immer, also eine sehr lange Zeit, bei ihr, mit ihr bleiben möchte. Bis sie mich eines Tages verlässt. So wie Steffi, meine Ex-Freundin, hat mich relativ schnell. Und ich würde mich freuen, wenn wir länger, also sehr lange, zusammenblieben. Da wäre ich sehr, sehr... Das war auch mal eine Rede, du. Hä? Ist das schön. Wow. Toll, hat mich richtig angerührt. Das sage ich ganz offen. Habe ich am Schluss auch noch eine Kleinigkeit für euch. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff! Glückwunsch, Andi. Alle Folgen jetzt auf penny.de. Hmm.